Die sächsische Wespe, Dulichu vespula saxonica, ist eine Art der Gattung der Langkopfwespen. Dieser Artikel oder nachfolgender Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen, beispielsweise Einzelnachweisen, ausgestattet. Angaben ohne ausreichenden Beleg könnten demnächst entfernt werden. Bitte hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst. Quelle fehlt zur Behauptung, diese Wespenart sei friedfertig. Siehe Diskussion. Hier steht, die Art ist auch im Nestbereich äußerst friedfertig und wird nicht von süßen Lebensmitteln angezogen. Es folgt nun der Beweis, dass sächsische Wespen friedlich sind. Also so nach bestem Wissen und Gewissen. Da oben sind sie jetzt. Und hier ist mein Stück frische Erdbeertorte. Ganz frische Erdbeertorte. Habt ihr Appetit auf Erdbeertorte? Mögt ihr Erdbeertorte? Sieht nicht so aus, als ob sie Erdbeertorte mögen. Na gut, mal gucken, wie es mit Pfirsichnektar aussieht. Sollen wir uns mal ein Glas Pfirsichnektar einschenken? Ja, komm, machen wir mal voll. Gut. So, okay. Also, das, was ich hier jetzt mache, das dürfte dann wohl angeblich nur mit sächsischen Wespen funktionieren. Und das fetzt. Die lassen einen echt in Ruhe beim Essen. Ich sitze in 60 cm Entfernung zum Nest. Die sind voll friedlich, voll ruhig. Und bin auch voll in ihrer Flugschneise hier. Also, und ihr seht, es interessiert sich keine einzige Wespe für meine Erdbeertorte hier. Und auch an den Nektar hier will keine einzige Wespe rangehen. Also, mit solchen Wespen kann man getrost Torte oder Kuchen oder Kaffee trinken. Das ist alles kein Ding. Ja. Also, ich bin verblüfft. Sächsische Wespen. Okay. Gucken wir mal, ob wir das ein bisschen genauer hinkriegen. Das ist wirklich Erdbeertorte und das ist wirklich Pfirsichnektar. Und das sind wirklich Wespen. Ja, die sind so dreist, die kommen einfach zum Menschen in die Behausung, voll offen und setzen ihre Nester hier oben hin, in der Hoffnung eben, dass die Menschen, die da leben, das verstehen, dass sie friedlich sind. Weil die wirklich gefährlichen Wespen, die bauen ihre Nester nämlich dann unter Tage. Ne? Und die praktisch richtig öffentlich ihre Nester bauen, kann man wohl sagen, die sind dann ganz friedlich. Also, hier ist der Beweis, Wikipedia. Sächsische Wespen sind die friedlichsten Wespen, die man sich so vorstellen kann. Ne? Und auch spätabends funktioniert es hier einwandfrei. Na, dann abends mache ich dann immer hier unten mein Licht an. Und dann fliegen hier um das Licht die Insekten. Und dann kommen so ein, zwei von diesen Aufpasserwespen und jagen diese Insekten. Na, mit dem schönen Vorteil, dass ich dann nämlich, dadurch ich hier im Vorraum die Wespen habe, hier drin im Hauptraum überhaupt keine Fliegen hab oder auch Mücken hab. Ne? Das ist so geil, eine Gartensaison im Garten zu verbringen ohne Mücken. Also ich hätte nie gedacht, dass sowas überhaupt möglich ist. Das ist jetzt wirklich, jetzt sind es wirklich paradiesische Zustände. Ne? Und nur weil ich hier im Vorraum die sächsischen Wespen habe, die mir die ganzen Mücken wegfangen. Das finde ich so genial. Also, Wikipedia.
Hier ist der definitive Beweis, sächsische Wespen sind friedlich. Und erst nach ziemlich später Recherche bin ich dann dahinter gekommen, dass das hier sächsische Wespen sind. Aber auch die sächsischen Wespen scheinen es zu mögen, hier dieses Holz abzunagen, um daraus ihre Nester zu bauen. Und ja, das einzig Süße, was sie wirklich essen wollten, das war hier richtig originaler Bienenhonig. Da waren hier noch ein paar ganz kleine Reste drin, das haben sie jetzt richtig leer geschleckt. Das Glas ist ratzefatze sauber.